Gleich werde ich die Pumpe füllen mit Wasser, immer schön das Wasser ins Loch rein und hier nichts daneben schütten. Scheiße! Wenn ihr das Permakulturprojekt unterstützen möchtet, dann könnt ihr es unter anderem im Spreadshirt-Shop machen. Da könnt ihr unter den folgenden Logos aussuchen, was ihr denn auf euren T-Shirts, Pullovern, Schürzen, Cappies und alles Mögliche haben möchtet. Da könnt ihr mal gerne ein bisschen reinschauen. Weitere Möglichkeiten sind jetzt zum Beispiel, wenn ihr Hilfe braucht. Ich gebe auch gerne Webinare in Sachen Permakultur, schleimfreie Heilkost oder zum analogen Feld. Und natürlich auch Tai Chi, wer da ein bisschen in die Richtung auch gehen möchte, Qigong, ein bisschen mehr den Körper fühlen, da könnt ihr mich auch gerne anschreiben. Da habe ich jetzt auch schon einige Erfahrungen sammeln dürfen. Und zum Abschluss natürlich, wenn ihr einen eigenen Garten habt, dann darf natürlich auch nicht samenfestes Saatgut bei euch im Garten fehlen. Hier habe ich unzählige Tomaten, Gurken, Melonen. Alles Mögliche, was ich so bei mir jetzt die letzten Jahre angebaut habe, ist alles samenfest und freut sich darauf, bei euch im Garten zu landen. Schöne sonnige Grüße hier im Dezember. Es gibt einiges im Garten zu tun. Der Dezember ist auch nicht langweilig. Und hier in meinem schönen Sommerlook baue ich gerade die Pumpe um, weil an dem kommenden Tag, wo ich dieses Video gedreht habe oder wo ihr das jetzt hier sehen könnt, hat es dann angefangen bei uns dann stark zu regnen. Und ich wollte jetzt meine Regentonnen leeren, weil sich ja die durch den Regen dann nochmal schön füllen. Und ich möchte einfach an die Stellen, wo da im Folientunnel und auch im Gewächshaus, wo ja kein Regen hinkommt, die Erde und das Mulchmaterial feucht machen. So einer sind Sie. Und daher jetzt hier die ganze Fußarbeit mit den Schläuchen, damit ich hier alles vorbereiten kann, um später die Pumpe für das Gießen zu nutzen. Hier erstmal nochmal das Verlängerungskabel, welches sich dann an der Terrasse anschließe. Und jetzt hier auch dann gleich werde ich die Pumpe füllen mit Wasser. Immer schön das Wasser ins Loch rein und hier nichts daneben schütten. Scheiße! Leck mir! Damit hier alles einwandfrei läuft und das gute Wasser nicht verschwendet wird. Davor habe ich nochmal die Beete nochmal ein bisschen aufbereitet mit meinem Bokashi. Das mache ich immer wieder im Winter. Wenn meine Bokashi einmal voll sind, arbeite ich die ein bisschen ein. Streiche da ein bisschen das Mulchmaterial weg und hau dann hier meinen schönen Bokashi rein, der für ungefähr 3 Wochen in einem warmen Keller bei 20 Grad vor sich hin fermentiert. Riecht alles schön sauer fermentiert. Dann hier nochmal schönes Laub drauf, damit es nicht ganz so stark stinkt. Und jetzt geht es weiter mit der Gießparade, sage ich mal. Und hier habe ich ein bisschen geachtet, weil an den Seiten vom Tunnel wächst ein bisschen Salat, dass ich hier nicht den vollen Strahl auf die drauf gieße, sondern dass ich hier mit dem Finger dann so eine kleine Art Sprüher hinbekomme. Und hier wird dann auch alles ordentlich und tiefgründig gegossen, damit die Bakterien und Regenwürmer auch später aktiv werden und hier nicht alles furztrocken bleibt. Jetzt hier nochmal, was alles im Tunnel wächst. Das ist der Borretsch, der ist wild aufgegangen, hat die kälteren Temperaturen auch ziemlich gut überstanden. Hier ein bisschen Endiviensalat, der immer noch nicht im Oktober gepflanzt habe. Und hier habe ich den Barbecue Wintersalat ausgesät oder eingesetzt. Neben den Feldsalat ist ein schöner Treibhaussalat, der sehr gut die Kälte auch aushalten kann. Den habe ich jetzt schon reingesetzt, den habe ich im September ausgesät und dann hier einfach reingesetzt. Dann hier im Tunnel wächst noch schön der Rosenkohl vor sich hin. Da könnt ihr auch den kleinen Kohlweißling sehen, den ich dann die Raupen nicht entfernt habe. Draußen wächst noch mal ein bisschen Petersilie, auch ziemlich winterhart. Hier Endiviensalat und ein kleiner Rosenkohl. Mal schauen, wie die sich jetzt noch entwickeln. Vielleicht im Frühjahr gibt es dann einiges was zu ernten. In den Hochbeeten wächst der Feldsalat gut heran mit ein paar anderen Salatsorten. Hier unterm Hochbeet Grünkohl, Chinakohl und roten Spitzkohl, der dann auch bald beerntet werden darf. Auch richtig schön,
dass die auch die Kälte überstanden haben. Hier in den Hochbeeten die Löcher für die Wildbienen. Und auch hier die dicke Bohne ist wild aufgegangen, neben dem Feldsalat, den ich ausgesehen habe. Die dicke Bohne lasse ich einfach jetzt hier mal so vor sich hin wachsen. Und hier in dem zweiten Hochbeet der Knoblauch, den ich versehentlich drin gelassen habe, ist auch nochmal ausgetrieben, lasse ich auch schön wachsen. Und im Gewächshaus wächst ein bisschen Chinakohl, Sommersalate und Kohlrabi einfach als Versuch. Hier hat es natürlich den Frost auch ziemlich gut erwischt. Und nee, im Gewächshaus noch ein kleiner Besucher, und zwar die Wespe. So viel dazu. Hier nochmal eine kleine, ja, Bewegung von mir, beziehungsweise mein Tai Chi als kleine Inspiration für euch. Damit halte ich mich auch ein bisschen warm mit Qigong und Tai Chi. Wenn euch das Video gefallen hat, würde ich mich über einen Daumen nach oben freuen. Gerne kann den Kanal auch kostenlos abonnieren. Wenn ihr dabei noch auf die Glocke drückt, dann werdet ihr immer wieder benachrichtigt, wenn ich ein neues Video hochlade. Und schreibt mir auch gerne in die Kommentare, was ihr jetzt gerade im Garten macht. Und weitere Unterstützungsmöglichkeiten für mich und mein Projekt findet ihr unten in der Videobeschreibung. Unzählige Unterstützungsmöglichkeiten, damit ich weiterhin für euch Videos machen kann. In diesem Sinne, vielen Dank, dass ihr eingeschaltet habt, und wir sehen uns in der nächsten Episode hier im Peace-Projekt. Bis dahin, ciao!